Wir bieten hier den Erfahrungsaustausch. Das sind alles Praktiker, die selbst Prozesse entwickeln, in die Tat umsetzen, mit Ingenieuren diskutieren. Und das kann hier weitergegeben werden. Und es freut uns, dass verschiedene Branchen hier vor Ort sind. Dann kann man ganz offen reden. Gerade wenn es um Prozesse geht, dann sind es sehr spezialisierte Tätigkeiten. Und dafür jetzt eine Austauschplattform zur Verfügung zu stellen, damit Erfahrungen ausgetauscht werden, dass man von anderen lernen kann. Es gibt viel um Prozessverbesserung. Wir haben relativ visionäre Vorträge. Es geht um Prozessarchitektur. Denn wenn wir versuchen, verlässliche Systeme zu bauen, sind die Prozesse, die wir zum Entwickeln nehmen, sehr, sehr wichtig. Ob das jetzt Scaled Agile ist, ob das ein V-Modell ist, ob das die Erfahrung der Ingenieure ist, die aufgeschrieben worden ist. Wir müssen am Ende eine Marktzulassung erwerben und müssen zeigen, wie wir die Software gebaut haben. Und da ist es wichtig, den Prozess, den man sich da vorgenommen hat, richtig zu verstehen. Die Konferenz ist so groß und so spannend wie noch nie mit ganz vielen Teilnehmern und ich bin sehr, sehr froh, dass wir heute hier sein dürfen. Ich bin einfach daran interessiert, mich mit anderen Leuten noch auszutauschen, die auch mit dem Tool schon Erfahrung haben und schauen, wie sie das Tool anwenden. Die unterschiedlichen Herangehensweisen zu sehen, das ist für mich heute das erste Mal, muss ich dazu sagen, diese Konferenz. Generell Neuigkeiten zu Prozessmanagement, Vorgehensweisen. Es ist immer so eine familiäre Atmosphäre, wie es ist gewachsen. Ich glaube, es sind 150 Leute jetzt. Total spannend, komm gerne nächstes Jahr wieder. Neben den Konferenzvorträgen haben wir hier auch was ganz Besonderes. Wir haben das Consulting Café und da können sich unsere Kunden und unsere Konferenzteilnehmer beraten lassen über Themen zu Automotive Spice, zu funktionaler Sicherheit, Prozessthemen, aber auch Stages-Themen. Und wie man sieht, ist es gut besucht. Interessante Teilnehmer. Ich hatte vorher auch die Teilnehmerliste, wusste also, wer sozusagen hier herkommt und bin auch gern der Einladung von Method Park gefolgt, hier an dem Roundtable das Thema Fusi zu moderieren und mit den Teilnehmern ins Gespräch zu kommen. Configuration Management in nicht-systematischen Wiederverwendungsprojekten sieht in etwa so aus. Jede Linie ist ein Projekt. Wo entwickelt sich dann Arbeit hin? Was bringt diese ganze Vernetzung, Automatisierung, Digitalisierung, was macht das denn alles? Und welche Risiken, welche Chancen stecken drin? Ein gelungener Tag mit sehr vielen Ideen, die ausgetauscht worden sind.